Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen News-Video von Kettle and Corpse. Gestern kam wieder eine E-Mail, dass es wieder ein neues Devlog gibt. Das werden wir uns gleich anschauen. Zuvor werfen wir jedoch einen kleinen Blick auf die aktuelle Roadmap. So, auf Deutsch natürlich. Ja, sie arbeiten mit 4 Milestones, also MS, und ab 70% erreicht sind, sehen sie es als spielbar für die Early Access Phase an. So, hier sieht schon mal ganz gut aus, alles über 70%, gibt allerdings natürlich entsprechende Unterpunkte, wo das noch nicht ganz erfüllt ist. Sandbox-Spielemodus ist bei 70%, der wäre erreicht. Dann haben wir hier im Gameplay Feldbearbeitung, Tiertransport, Biogasanlagenbetrieb, die alle über 70% sind, die Maschinen, Funktionen, Kabinensteuerung, Displays etc. Auch alles über 70%, wie ihr sehen könnt. Wir gehen es immer etwas schneller durch. Mitarbeiterhelfer auch über 70%, Test-Tutorials. Dort fehlt es noch bei der Saat. Und hier unten bei der Biogasanlagenbefüllung, die sind beide unter 70, einer ist auf 60, der andere auf 65%. Kann dann aber auch nicht mehr so ganz lange dauern, denke ich. So, dann haben wir im Management auch... Achso, da haben wir auch Unterpunkte. Hier ist auch für die MS1 alles über 70% im Profil Firma. Im Fuhrpark MS1 ebenfalls alles über 70%. Planung und KI auch MS1 komplett über 70%. Mitarbeiter haben wir auch alles über 70%. Felder ebenfalls alles über 70%, zumindest was die MS1, also den Milestone 1 betrifft. Finanzen ebenfalls über 70%. Gebäude sind wir noch auf 0, das ist aber alles Milestone 4. So, können wir auch zumachen. Dann Maschinen, Fahrzeuge. Fehlt es noch am Teleskoplader, wie ihr seht. Der Rest ist auch zumindest spielbar. Anbaugeräte, wenn ich das gerade richtig sehe, MS1 ist komplett über 70%. Sehr schön. Wer da sich das selber mal genauer anschauen will, auf www.kettleandcorpse.de kommt man auch überall an die Roadmap dran. So, in der Welt, Maps sind über 70%, Gebäude über 70%, Händler über 70%, Sonstiges über 70%. Objekte hätten wir auch alles über 70%. Lebendiges Zeugs auch alles über 70%, was den Milestone 1 betrifft. Dann Technik. Online-Services, da fehlt's noch. Da der Download-Server und der Steam-Support, die sind beide erst bei 50%. Physik-Simulation fehlt es noch bei der Auswirkung des Bodens und der dynamischen Fillplanes. Die sind bei 65 und 50%. Game Features. MS1 ist, soweit ich das sehen kann, komplett über 70%. Hardware ebenfalls über 70%. Multiplayer ist erstmal Stone 3. Radio ist fertig. Fast fertig, ne? 75%. Auf jeden Fall im spielbaren Bereich. Fahrzeuge, Motorsounds ebenfalls über 70% oder auf 70%. Das Messageboard ist auf, da fehlt's noch, okay,
65%, Credits 80%, Routenplaner 40%. Das wäre die Technik. Und dann haben wir noch das Modding. Da haben wir die Tutorials. Die sind noch nicht mal angefangen. Das Modding von Dorfgebäuden, Industrie, Gebäude, Schilder ist über 70%. Eigene Maps können erstellt werden. Eigene Fahrzeuganbaugeräte erstellen. Passt alles. Und der Rest wäre erst Milestone 2 und Milestone 3. So, wie ihr seht, sind wir der Early Access Phase noch wieder ein deutliches Stück näher gekommen. Und ich hoffe doch, dass das jetzt dann auch bald losgeht mit der Early Access Phase. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir da dann endlich die ersten Videos machen können. So, jetzt aber zum eigentlichen Auslöser dieses Videos, nämlich des Devlogs von Masterbrain. Und zwar, ihr kennt es ja wahrscheinlich, wenn ihr den Landwirtschaftssimulator spielt, wenn es regnet und man geht in Gebäude, es regnet in die Gebäude hinein. Nicht schön. Und Cattle & Cops oder Masterbrain zeigt euch jetzt, wie sie es gelöst haben. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video.